Vielleicht stellst du dir bis heute die Frage, wie du als Foto- oder Videograf Kunden gewinnen kannst. Du siehst auf Instagram und so weiter immer mehr Foto- und Videografen, die mehr und mehr Aufträge mit ihrer Leidenschaft generieren, aber du gehst irgendwie komischerweise immer leer aus. Das Ganze wird sich hier nach diesem Video bei dir auch ändern, weil ich dir in diesem Video jetzt 5 konkrete Wege mit an die Hand gebe, wie du noch diese Woche 10 Kundenanfragen gewinnen kannst. Da draußen im Internet, auf YouTube, Instagram, TikTok und so weiter gibt es inzwischen so viele Videos zum Thema, wie du wirklich Kunden gewinnen kannst als Foto- oder Videograf. Aber was funktioniert denn jetzt eigentlich wirklich? Wie eben schon angesprochen, in dem Video zeige ich dir jetzt wirklich 5 Wege, die du als Foto- oder Videograf in die Praxis umsetzen kannst. Diese 5 Wege, die ich dir jetzt hier mit auf den Weg geben werde, funktionieren 100% in der Praxis. Und warum kann ich das sagen? Weil ich diese Wege selber bei mir intern in meiner Videoproduktionsfirma so umsetze und wir jeden Monat damit hochpreisige Kunden gewinnen. Deswegen, es sind nicht irgendwelche Theorien, die irgendwie funktionieren könnten, sondern es sind wirklich Wege, die wir selber in meiner eigenen Videoproduktionsfirma eben nutzen. Somit kannst du sie eben auch in dein Geschäft als Foto- oder Videograf ganz einfach implementieren. Wenn du dich generell für das Thema interessierst, dein Business als Foto- oder Videograf aufzubauen, zu skalieren, dann lass mich hier sehr, sehr gerne mal ein Like unter dem Video da. Abonniere auch sehr, sehr gerne den Kanal, dass du kein Video mehr verpasst von mir. Ich versuche euch hier so viel kostenlosen Content wie nur möglich zu geben, dass du wirklich mit deiner Leidenschaft einfach gutes Geld verdienen kannst. Deswegen würde ich mich über ein Abo auf jeden Fall sehr freuen. Der wertvollste von den 5 Punkten ist meiner Meinung nach der letzte. Deswegen bleibe auf jeden Fall bis zum Ende von diesem Video dran, dass du den letzten Punkt auch nicht verpasst. Aber ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Punkt bzw. Weg Nummer 1. Der erste Weg ist interessant für Leute, die noch komplett am Anfang von ihrem Business stehen. Das heißt, vielleicht noch gar keinen Kunden gewonnen haben. Aber selbst wenn du schon Kunden gewonnen hast, relativ viele Kunden gewonnen hast, ist dieser Punkt auch auf jeden Fall sehr interessant für dich, und zwar dein Netzwerk. Du hast bestimmt schon irgendwo mal gehört, dass du dein Netzwerk nutzen sollst, aber hier brauchst du einfach einen konkreten Plan, wie du das Ganze angehen solltest, dass es eben auch funktioniert. Und hier kann ich dir Folgendes empfehlen. Nimm dir einfach mal ein Blatt Papier und einen Stift raus oder mach dir irgendwie eine Google-Tabelle auf oder eine Excel-Tabelle, whatever. Und jetzt setz dich wirklich mal hin und schreib dir wirklich 10, 15, 20 Leute raus, die du kennst oder die irgendwie in deinem Netzwerk sind. Das heißt, kennst du jemanden, der jemanden kennt, oder kennst du selber jemanden, der Interesse an deiner Dienstleistung haben könnte oder von deiner Dienstleistung profitieren könnte? Schreib dir, wie gesagt, auf eine Liste ganz genau einmal den Vor- und Nachnamen von demjenigen und eben die Telefonnummer dazu eben auch. Du bleibst wirklich so lange sitzen, bis du jetzt hier mal eine Liste hast von 10, 15, 20 Leuten, und erst dann, wenn du das hast, machst du Folgendes. Du nimmst ganz einfach dein Telefon und rufst dann jeden dieser Leute von oben nach unten einfach einmal durch und sagst, hey, hier ist Tobi Obermeier. Du bist mir gerade in den Sinn gekommen, quatscht erstmal kurz mit dem, machst kurz ein bisschen Smalltalk, dass du nicht direkt mit der Tür ins Haus fällst, sage ich jetzt mal, und sagst einfach kurz, hey, hier ist Tobi Obermeier, wie geht's dir? Alles cool bei dir? Wie läuft's? Alles cool? Ja, schön, freut mich. Und dann kommst du direkt zum Punkt und sagst, hey, ich habe mir gerade ein bisschen Gedanken gemacht und da bist du mir, wie gesagt, in den Sinn gekommen, und dann ist mir eingefallen, dass du von professionellem Foto-Videomarketing extrem profitieren könntest. Und wie sieht's denn aus? Hast du denn nicht irgendwie die Tage mal 10, 15 Minuten Zeit, dass wir uns mal kurz deine Situation anschauen und gucken, ob wir dir da weiterhelfen können? Und wie gesagt, genau so telefonierst du dann eben diese Liste von 10, 15, 20 Leuten ab. Und das kannst du natürlich immer wieder machen, von mir aus einmal in der Woche. Und so kannst du, wie gesagt, auf jeden Fall schnell die ersten 10 oder noch zusätzlich 10 Kundenanfragen zu deinem normalen Geschäft schon dazu bekommen. Jetzt sind wir auch schon bei Weg Nummer 2 angekommen, und zwar die klassische Kaltakquise. Und ja, ich weiß, du wolltest das Ganze wahrscheinlich jetzt nicht hören, aber Kaltakquise funktioniert. Du musst einfach lernen, wie sie funktioniert, und wenn du weißt, wie es funktioniert und das Ganze beherrscht, macht das Ganze tatsächlich auch Spaß. Ich habe selber nie geglaubt, dass das Spaß machen könnte, weil das war bei mir vor allem als introvertierte Person irgendwie immer so ein Ding. Ich habe mich extrem davor gedrückt, ich hatte keine Lust darauf. Ich habe immer 10.000 andere Sachen gefunden, die jetzt irgendwie für mich wichtiger waren, und habe das halt immer beiseite geschoben und habe es nie gemacht. Aber als ich dann irgendwann mal den Entschluss gefasst habe, hey, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen durchs Feuer, sage ich jetzt, über heiße Kohlen, und habe das Ganze in die Tat umgesetzt und habe einfach mal meine Schlagzahl erhöht und habe wirklich kontinuierlich Kaltakquise gemacht, wurde von Telefonat zu Telefonat wirklich auch besser da drin. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es macht eigentlich Spaß, weil es wieder eine Herausforderung für dich ist, an der du wachsen kannst. Ja, du musst es einfach so sehen, wie von Call zu Call wirst du einfach besser. Deswegen, Kaltakquise funktioniert und kann auch Spaß machen. Wenn du das Thema Kaltakquise beherrschst, dann kannst du eigentlich auf Knopfdruck Geld drucken, sage ich jetzt mal. Ja, weil du einfach nur potenzielle Kunden raussuchen musst. Wie das funktioniert, ist eigentlich simpel. Das weißt du bestimmt selber. Wenn nicht, schreib gerne mal einen Kommentar. Dann nehme ich auch sehr, sehr gerne mal ein Video dazu auf, wie man solche Leads eben finden kann. Aber wie gesagt, du suchst dir Leads raus, rufst sie einfach nur an, und wenn du weißt, wie Kaltakquise funktioniert, dann kannst du, wie gesagt, eigentlich per Knopfdruck übers Telefon Geld
Geld drucken und Kunden abschließen. Jetzt sind wir bei Weg Nummer 3 angekommen und hier sprechen wir über das Thema Social Media. Und ja, du kannst über Social Media vor allen Dingen im Jahr 2023 Kunden generieren, wenn du weißt, wie es funktioniert. Als allererstes gebe ich dir hier auf jeden Fall den Tipp, nutz die verschiedenen Kanäle. Überleg dir, wer ist deine Zielgruppe, wo hält sie sich auf? Macht bei dir Facebook mehr Sinn, Instagram, LinkedIn oder sonstiges? Aber wie gesagt, das sind so die drei Hauptkanäle, wo du wirklich Kunden darüber generieren kannst. Schau dir an, wo sind deine Kunden mehr vertreten und geh da aktiv dann auf deine Kunden zu. Bei dieser Strategie ist es einfach ganz wichtig für dich, dass du nicht irgendwie die Leute überrümpelst und direkt mit der Tür ins Haus fällst und ihnen direkt einfach eine Nachricht schreibst, wenn du einen potenziellen Kunden gefunden hast, direkt sagst, hallo, mein Name ist Tobi Obermeier, wollt ihr ein Video von mir kaufen? Das kostet übrigens 17.000 Euro. So funktioniert das Ganze nicht, sondern wie gesagt, fall nicht mit der Tür ins Haus, such deinen potenziellen Kunden raus, analysiere ihn schon mal im Vorhinein, schau dir sein Profil an auf LinkedIn, Facebook, Instagram, whatever und nimm erstmal Bezug zu irgendwas, was du aktiv auf seinem Profil siehst. Wenn er vielleicht aus der gleichen Gegend wie dir kommt oder so, kannst du dazu Bezug nehmen und sagen, hey, ich habe gesehen, du kommst auch aus München zum Beispiel, ist auch so cool, wo genau aus München kommst du denn her? Oder wenn du zum Beispiel Privatkunden hast und irgendwie Autos fotografieren möchtest, dann kannst du zum Beispiel irgendwie Bezug zu dem Auto von jemandem nehmen. Wenn du durch sein Profil scrollst und siehst, er hat irgendwie vor 2-3 Tagen ein cooles Reel von seinem Auto gepostet oder so, kannst du schreiben, hey Luca, ich habe gerade auf deinem Instagram-Profil das Reel mit deinem Auto gesehen, sehr, sehr cool, was ist denn das? Ist das ein C63 oder ein C63S AMG? Sowas einfach, wie so einen kleinen Eröffner erstmal, dass du einfach die Leute nicht direkt überrumpelst mit dem, was du eigentlich von ihm willst, sondern dass du einfach mal erst auch ein bisschen Sympathie aufbauen kannst und wenn du dann mal so ein bisschen ein Gespräch aufgebaut hast, dann kannst du irgendwann eben deine Dienstleistung pitchen und sagen, hey, ich habe ja gesehen, du feierst dein Auto mega krass und zeigst es gerne auf Social Media, hast hier auch schon eine betrachtliche Reichweite zum Beispiel aufgebaut, kannst halt immer wieder Bezug zu irgendwas nehmen und kannst dann sagen, hey, wie du vielleicht auf meinem Profil schon gesehen hast, ich fotografiere ja leidenschaftlich gerne Autos, kannst ihn erstmal fragen, ja, ob er denn schon mal ein professionelles Fotoshooting von seinem Auto machen lassen hat und dann halt ein bisschen analysieren und dann vielleicht irgendwie Wünsche rausfinden oder bei Geschäftskunden zum Beispiel Probleme rausfinden in so einem Gespräch und dann kannst du, wie gesagt, deinen Termin pitchen und sagen, hey, wie schaut's aus, hast du nicht mal 10, 15 Minuten Zeit, dass wir uns mal angucken, ob wir dir da nicht irgendwie helfen könnten, ne? Lass uns doch einfach mal irgendwie die Tage miteinander quatschen. Und so kannst du auch in den nächsten Tagen auf jeden Fall mindestens 10 neue Kundenanfragen generieren. Jetzt sind wir bei Punkt Nummer 4 angekommen, wie du wirklich die nächsten Kundenanfragen generieren kannst. Auch auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Punkt. Und zwar, dass du deine bestehenden Kontakte einfach nach Empfehlungen fragst. Das heißt, mach dir jetzt im ersten Schritt mal Gedanken, mit wem hast du schon zusammengearbeitet und wem hast du vor allem denn gute Ergebnisse liefern können. Also wer ist von dir und deiner Arbeit schon wirklich überzeugt. Und hier machst du es dann wie bei Schritt 1. Du machst dir einfach eine Liste und schreibst mal 10, 15 Kunden auf, mit denen du bereits zusammengearbeitet hast. Schreibst wieder den Vor- und Nachnamen auf und die Telefonnummer dazu und telefonierst die Liste dann einfach wieder von oben bis unten durch. Rufst die Kunden von dir an und sagst, hi Herr Müller, grüß dich, hier ist Tobi Obermeier. Machst erstmal kurz einen Smalltalk wieder. Sagst wieder, ja, wie geht's Ihnen, wie läuft's, alles gut bei Ihnen? Ja, sehr schön, freut mich, bla 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 bla. Ja, wir haben ja schon mal zusammengearbeitet und wir haben ja damals Ihr Problem XY lösen können und Sie waren ja damit sehr zufrieden, das ist richtig, oder? Dann bekommst du zu hören in den meisten Fällen, ja, war mega cool, hat mir sehr, sehr gefallen. Und was du dann im nächsten Schritt machst, ist, du sagst, das freut mich zu hören, ich habe mir gedacht so, Sie kennen bestimmt jemanden irgendwie aus derselben Branche oder Sie haben bestimmt irgendwie einen Freund, einen Bekannten, der bestimmt auch von unserer Arbeit profitieren könnte, der auch gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist, der vielleicht mehr Aufträge generieren wollen würde, der mehr Sichtbarkeit braucht und so. Hätten Sie da gerade irgendwie spontan jemanden im Kopf? Und dann wird derjenige kurz überlegen. Nicht jeder hat immer direkt jemanden im Kopf. Wenn nicht, ist das auch kein Problem. Dann kannst du zu ihm sagen, ja, falls Ihnen irgendwie die Tage nochmal jemand einfällt, können Sie sich gerne jederzeit bei mir melden. Oder du rufst ihn selber nochmal an. Oder wie gesagt, im besten Falle fällt ihm direkt jemand ein, den er kennt und kann dann dir direkt den Namen und die Telefonnummer geben. So, und jetzt sind wir schon beim Punkt Nummer 5 angekommen und wie gesagt, das Ganze ist jetzt meiner Meinung nach der wertvollste Punkt von allen hier. Deswegen solltest du spätestens jetzt nochmal die Ohren spitzen und mitschreiben. Bevor ich dir jetzt diesen Weg konkret erkläre und zeige, was das Ganze ist, möchte ich dir einmal erklären, warum er eben so wertvoll ist. Warum? Weil das Ganze einfach sehr, sehr einfach ist und du hiermit wirklich sehr, sehr hochpreisige Kunden abschließen kannst und wie gesagt, das Ganze auch sehr simpel, ohne viel Aufwand zu haben. Punkt Nummer 5 sind Upsells.
Hier machst du es so ähnlich wie im letzten Punkt. Du machst dir einfach eine Liste von den Leuten, mit denen du bereits zusammengearbeitet hast, denen du schon gute Ergebnisse liefern hast können und rufst diese dann wieder an. Was du aber jetzt anders machst, ist folgendes. Du rufst die Kunden an, denen du schon gute Ergebnisse liefern konntest. Sprich, die sind überzeugt von dir, von deiner Person und von deiner Arbeit und haben schon sehr großes Vertrauen in dich und deine Arbeit, weil du, wie gesagt, eben schon gute Ergebnisse geliefert hast. Was ist das Resultat daraus, dass sie dir und deiner Arbeit vertrauen, dass du ihnen ganz einfach wieder was verkaufen kannst, ohne großartig was verkaufen zu müssen, weil sie ja wissen, dass du Ergebnisse lieferst. Also was du jetzt konkret machst, ist folgendes. Du hast deine Liste geschrieben mit den Kontakten, mit deinen Kunden, mit denen du zusammengearbeitet hast und rufst sie auch Schritt für Schritt an. Du rufst Kunden Nummer 1 an und wenn er ans Telefon geht, sagst du erstmal, hi Herr Müller, Tobi Obermeier von NextGen Media hier. Wie geht's Ihnen? Machst erstmal wieder kurz einen Smalltalk und dann kannst du folgendes machen. Du analysierst einfach mal kurz seine aktuelle Situation. Wenn du ihm zum Beispiel durch einen Imagefilm mehr Aufträge generiert hast, hat er jetzt mehr Aufträge und hat vielleicht nicht gerade die Kapazität, um sie abzuarbeiten. Heißt, er hat ein neues Problem, er braucht neue Mitarbeiter. Das können auch ganz verschiedene andere Probleme sein, die dein Kunde jetzt aktuell hat. In dem Gespräch, wie gesagt, analysierst du einfach mit ihm dann mal kurz oder machst zumindest einen Termin aus in den nächsten 1-2 Tagen, wenn er gerade vielleicht keine Zeit hat, was natürlich auch sein kann. Aber du machst einfach einen Termin mit demjenigen aus und analysierst deine aktuelle Situation, schaust dir an, was für Probleme er hat und kannst ihm dann wieder mit deiner Dienstleistung als Foto- oder Videograf dieses Problem lösen. Und wie gesagt, hier fällt es dir wirklich extrem leicht, ihm einen Upsell zu verkaufen. Wenn das erste Projekt, sage ich jetzt mal, 5.000, 6.000 Euro gekostet hat, kannst du ihm hier locker easy mal 4, 5, 6K draufschlagen, um ein weiteres Problem zu lösen, weil er eben schon weiß, dass du seine Probleme wirklich lösen kannst und er hat Vertrauen in dich. Deswegen Upsell eine Strategie und eine Taktik, die du auf jeden Fall implementieren solltest, was wirklich ein krasser Gamechanger ist. Wenn du die 5 Schritte hier jetzt alle wirklich umsetzt und nicht nur das Video anschaust und dir denkst, ah ja, cool, wieder was gelernt, sondern wenn du die Strategien wirklich so bei dir umsetzt, verspreche ich dir, wirst du in den nächsten Wochen mehr als 10.000 Euro als Foto- oder Videograf verdienen können. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen 5 Wegen hier auf jeden Fall in deinem Business als Foto- und Videograf weiterhelfen. Wenn du weitere Fragen haben solltest zu diesem Thema oder zu einem konkreten Punkt aus diesem Video, dann schreib es mir sehr, sehr gerne einfach in die Kommentare, dann werde ich hier alle deine Fragen beantworten. Und ansonsten, um wirklich keinen Content mehr von mir hier zu verpassen, lass mir auch sehr, sehr gerne einfach ein Abo da, gib mir ein Like, schreib generell gerne dein Feedback zu diesem Video in die Kommentare, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen und der Algorithmus, denke ich mal auch. Und wenn du jetzt noch mehr Umsatz mit deinem Business als Foto- oder Videograf machen möchtest und wissen willst, wie so ein konkreter Upsell aussehen kann, dann klick auf jeden Fall jetzt hier auf dieses Video und schau dir dieses Video zum Thema Upsell an, wo ich dir erkläre, wie du wirklich 3-mal so viel Umsatz mit nur einem Kunden machen kannst. Bis dahin, dein Tobi Obermeier. Ciao.